Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Together Zelda Majora's Mask. Bridge hat in der letzten Folge alles erzählt und wir werden jetzt hier weitermachen. So, der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden, also setz dich in Bewegung. Du bist eine zu große Fee, du möchtest doch das Horrorkit finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was das als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und sonst gesagt, das Horror-Kit hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe des Nordhaus, dort findest du die große Fee. Ja, nach Bridge bin ich dran, nach mir ist Pirak dran. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Bridge hat ja die Regeln alle schon erklärt, wie wir das machen werden. Wir werden halt in die 2 vorigen Parts nicht reingucken. Heißt, ich dürfte jetzt in den vom Bridge nicht reingucken. Kirak darf in den vom Bridge und mir nicht reingucken. Und Bridge darf in den von Kirak und mir nicht reingucken. Ja. Soweit, so gut. Oh nein, die große Fee. Tja. Das heißt natürlich auch, dass, mein Majora's Mask LP nicht weitergeführt wird. So. Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Das Horror-Kit hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verhörte Fee, die irgendwo in dieser Stadt weilt. Bring sie zu dieser Feenquelle. Ja. Das werde ich tun. Ich werde die Fee finden. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ups. So. So, ich weiß noch, wo die Fee sich befindet. Es könnte nur lustige Szenen bei Kira geben, der hat das Spiel nämlich noch überhaupt nicht gespielt, soweit ich weiß. Ich muss hier nicht rein. Aber falsch, genau. Auch da muss ich. Ich habe keine Lust auf die Cutscene, wenn das komische Vieh kommt. Deswegen gehe ich ein Stückchen außen rum von dieser Blume. So, und hier rein. Ich will erstmal ein bisschen Geld. 5 Rubine. Ja, schön sauber vorbeigesprungen. Bitte höre mein Flehen. Das Horror-Kit hat meinen Körper zerschmettert und die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nordunruhstadt. Da, wo wir gerade herkommen. Deswegen werden wir jetzt gleich dahin wieder zurückgehen. Und die Fee wieder an ihren rechtmäßigen Platz bringen. Wo sie hingehört. Die Eulenstatue können wir erst aktivieren, wenn wir ein Schwert haben. Da wir noch kein Schwert haben, können wir das noch nicht. So, dann wollen wir mal. Und hier. Wir sind wieder bei der Hinquelle. Hui, hui. So, die Fee ist zurückgebracht. Das heißt, die große Fee wird jetzt erscheinen. Hallo, große Fee. Taya und du, junger Freund, im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Ja, wir bekommen ja jeden Tag Magie angeboten. Also, passiert mir ja auch. Das ist ja ziemlich bescheiden. Ich laufe darum dann so, ach, willst du Magie haben? Also ja, das ist voll das bescheidene Geschenk. Können wir auch voll wenig mit anfangen. So. Wir werden jetzt von der Fee erstmal auf Drogen gesetzt. Ha. Wir sind jetzt mit dem Kopf in den Wolken.
Boah, voll der krasse Trip. Voll das geile Zeug. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Kurz gesagt, Magieflaschen bringen uns wieder auf den Trip. Nein, egal. Jeder Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkids und schütze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Das ist sehr nett. Und... Oh. Dann wollen wir mal... Ich habe jetzt vor, die Zeit ein wenig zu beschleunigen. Dazu müssen wir in den Gasthof. Da wird uns dann die... Ja, die Oma... Ich nenne sie jetzt einfach mal Oma. Wird uns eine Geschichte erzählen. Hier ist der Gasthof. Und dank dieser Geschichte können wir die Zeit ein wenig vorspulen. Das ist genau hier. Win. Oh, Tortos, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich, mich dir eine Geschichte vorlesen. Ich möchte gerne die vier Giganten hören. Die vier Giganten also. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant. Also, pass gut auf. Die vier Giganten. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten lebten unter ihnen. Am Tag des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten, wir werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Wenn ihr in der Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und tut uns euer Begehren kund. Wie der Sturm hält uns gefangen. Oder der Ozean will uns verschlingen. Eure Rufe werden uns ereilen. Ja, das war schon die Geschichte. Oh, bist du wach? Ich glaube, das war ein wenig zu viel. Aber gib nicht auf, versuche es später mal wieder. So, wir werden das gleich nochmal machen. Lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Vier Giganten. Ja. Kennen wir natürlich alle schon. So, nachdem das Spiel gerade abgestürzt ist, habe ich jetzt kurz wieder bis hierhin gespielt. Oh, bist du auch? Ja, wir sind jetzt am letzten Tag. So, viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. So, noch eine kurze Unterbrechung. Egal. Ja. Soweit ich weiß, habe ich nämlich sowieso nicht mehr so viel Zeit. Dann werde ich jetzt einfach hier reingehen. Ich hoffe, ich krieg den Trick ziemlich schnell hin. Ansonsten weiß Kirak sowieso nicht, was er da tun muss. Verdammt. Ah, nein, runtergefallen. Nicht mehr viel Zeit. Und schon wieder nicht. Man kann, mit einem Trick kann man da nämlich als Deko sogar die Kante greifen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie man sich hinstellen musste. Muss man sich die dämliche Mund drehen und so nicht holen? Ja, und runtergefallen. Wie ging das? Sonst muss ich Kirak in dieser dämlichen Situation stehen lassen. Das ist auch doof. Hab ich ihn jetzt schon wieder gemacht. War mal wieder einen Seitsprung gemacht. Ey, hör auf, unterzuspringen. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ob ich das noch hinkriege. Nö, ich werde jetzt aber auch nicht nachgucken.
Ich bin gerade ein bisschen im Stress, deswegen will ich kurz diesen Rest, den ich jetzt noch habe, aufnehmen. Und ja. Sonst lasse ich Kirak hier stehen. Ha, geschafft. Ja, so, das Herz soll noch nehmen. So, und wir sehen uns dann das nächste. Warte mal, Taya, was willst du denn noch? Ja. Observatorium. Nein, wir brauchen das Observatorium nicht. So, Leute, wir sehen uns dann nicht beim nächsten Mal wieder, sondern Kirak ist ja beim nächsten Mal dran. Also, der nächste Part von Kirak, dann Bedabretsch und dann bin ich wieder da. Also, ciao, Leute, bis zum nächsten Mal bei Zelda Majora's Mask. Ciao.